Dann bedanke ich mich schon mal fürs Anschauen. Dieses Mario Party 8 Parts. Im nächsten Part zeige ich euch dann die letzten beiden Modi. Dieses 3 gewinnt, was es noch gibt. Und den Mario Marathon, wovon der Mario Marathon was ganz, ganz Besonderes ist. Und damit gewinne ich mit einem Punktestand von 28. Es hat sich ausgedreht. Keine Tafel mehr. Der Dreh ist beendet. Noch nicht ganz Kopftopf. Zeit bei diesem Wettbewerb in die Verlängerung. Was? Es geht noch weiter. Es geht weiter hier bei Let's Play Mario Party 8. Im Minispielmodus im letzten Part haben wir die Freiwahl abgeschlossen. Wir machen jetzt weiter mit dem ersten Spezialmodus, dem Kronenkrawall. In diesem Part möchte ich eigentlich die Spezialmodi so ein bisschen zeigen. Und wir fangen mit Kronenkrawall an. Willkommen zum Kronenkrawall. Ein Spieler kann zum König werden und die anderen zu Hofnarren degradieren. Aber zuerst die Regeln. Warte, muss ich mir die anhören? Ja, das ist eigentlich wurscht. Wir spielen 4 Spieler. Und man muss eben mehrere Minispiele gewinnen. Das ist eigentlich ein ganz simples Minispielprinzip, das man aus anderen Spielen schon kennt. Wir nehmen jetzt mal die goldene Mitte mit 5 Siegen. Und den puren Zufall lassen wir entscheiden. Abgemacht, einsteigen, festgelegt. Nun, da du die Regeln kennst, kann es mit dem Kronenkrawall losgehen. Also, wir brauchen 5 Siege in Reihe und das gegen extreme CPUs kann das interessant werden. Oh weia, es geht los mit Mario Matrix. Das sollte schon mal mein erster Sieg sein. Gespannt. Also ich werde jetzt hier nur den Modus an sich zeigen. Nicht groß hier nochmal alles dann mit Duell-Minispielen, weil die Minispiele an sich kennt ihr jetzt schon alle gut genug. Ich zeige jetzt nur das eine hier. Oh, dieses Spiel. Ist eigentlich sau einfach, aber gerade stelle ich mich ein bisschen an. Okay, 25, aber pass. Alter, wie schwach waren die anderen? Bin ich etwa zu gut für euch? Ach, Leute. Langsam, aber sicher, spürt man dann auch die Prise des Endspurts, weil sehr viele Parts werden nicht mehr kommen. Ich denke mal, das ist der viert- oder fünftletzte. Sehr viel mehr kommt dann nicht mehr. Und sehr schön. Und den ersten Sieg haben wir schon mal. Und bitte sagt mir nicht, dass diese Animation jetzt extra bei ihm nach jedem Minispiel kommt. Ach, egal. Machen wir einfach weiter, bitte. Bitte nicht Laubrigatter, bitte nicht Laubrigatter. Oh shit, da muss ich Glück haben. Ich muss mit Toadette zusammenarbeiten, okay. Na dann, viel Spaß. Obwohl ich Toadette für kompetent genug halte, das hier zu rocken. Doch schon. Ich weiß, wir können es schaffen, Toadette. Aber fahr bitte nicht nur die von den anderen kaputt. Danke, super. Lief hier. Geht doch. Der Sieg gehört schon mal uns. Wir haben immer noch die CPUs natürlich aus den letzten Parts. Und ich habe schon 2 Siege. Läuft bei mir. Wir machen jetzt weiter mit... Kurbelkonkurrenz. Das... Naja.
kann ich gewinnen, aber das ist nicht verpflichtend. Und ich hab's endlich mal wieder geschafft, geht doch. Danke, dass ich auch mal wieder gewinnen darf. Sehr schön. Der Sieg geht schon mal auf mein Konto. Und es geht weiter mit... Na los, gibt es nichts im Spiel. Es geht los mit... Jäger und Sammler. Und ich muss wieder mit... Toadette kooperieren. Ich bin eh wieder der Hammerschläger, oder? Ja. Ich bin immer der Typ mit dem Hammer. Ja, das bin ich. Ich weiß. Nein. Gut, jetzt konzentrieren hier. Aber ich bin sehr abhängig von Toadette, weil die letztendlich den Hauptjob macht, nämlich den mit den Möhren. Und ich bin sehr stark von ihr abhängig. Ich muss auch mal warten, bis sie überhaupt eine Lücke reinmacht. Oh nein. Okay. Toadette, was machst du da? Toadette! Toadette! Danke. Ich dachte schon. Alter. Sind CPUs dumm oder so, ey? Meine Fresse, ey. Mein Gott, ich habe sie weggedrängt. Das war meine Schuld, aber trotzdem. Die wollte da aus der Lücke nicht rauskommen, dann wollte ich weggehen. Klatscht sie mir plötzlich vor die Füße, ey. Man könnte meinen, die KI ist leicht überfordert mit diesem Spiel. Und ich möchte mal behaupten, das wird ein eindeutiges Ergebnis hier. Komm, jetzt noch 1 vs 3, dann haben wir alles beisammen. Ja, ja, Kronalarm. Mach die anderen nicht noch kirre. Ich will einfach hier still und heimlich mir den Sieg schnappen. Ich kann ihn mir jetzt holen, aber das muss nicht passieren bei diesem Minispiel. Oh Mann. Das kann jetzt herrlich werden. Oh yeah. Na geil. Oh, kommt, geht einfach sterben. Und stampft nicht immer auf mich drauf. Das ist nicht nett. Bullshit. Ich habe ihn den Weg zum Rand abgesperrt. Jetzt musst du nach innen laufen und... Naja. Das war jetzt nicht heute das intelligent Mario, aber danke. So, ich würde mal behaupten, der Minispielstern geht an mich, eindeutig. Nice. Sag mal, sind die immer noch auf Extrem oder haben die jetzt insgeheim abgeändert und abgeschwächt? Naja, ich sollte nicht zu übermütig werden, aber trotzdem. Ich will es bloß wissen. Damit ist es schon zu Ende, geil. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. Was eine Überraschung. Und das war's mit dem ersten Spezialmodus bei den Minispielen. Und wir machen direkt weiter mit Tafeldrehen. Das ist der nächste Modus. Oh, hier sieht's aber hübsch aus.
Das sieht ja richtig cool aus. Zeit zum Tafeldrehen. Ihr müsst unser verrücktes Quartett Gebietsansprüche stellen. Jo. Hier, glaube ich, weiß ich auch noch, wie es funktioniert. Du musst Minispiel halt gewinnen und dann darfst du Tafeln markieren. Und wer halt am Ende die meisten Tafeln umgedreht hat, gewinnt. Du musst wahrscheinlich... Oh, ich muss gar nichts festlegen. Scheinbar spielen wir eine feste Anzahl Minispiele. Okay. Mal schauen, ob ich es hinkriege, alles zu markieren. Wir fangen an mit Auf die Nuss. Den Sieg sollte ich eigentlich schon mal kriegen. Ziemlich sicher. Ja, ja, sehr gut. Ich möchte behaupten, dass das gerade eigentlich ziemlich gechillt ist hier. Oh ne, wird das ein Unterschied zwischen Mario und mir? Ich glaube schon. Ja. Frage ist, wer hat jetzt das Zugrecht? Also wer darf ziehen und wer nicht? Ich bin gerade gespannt, ehrlich gestanden. Ich schätze, das darf jetzt keiner, weil zwei Sieger da sind. Ja. Ja. Super! Leck mich doch. Und wie viele Minispiele spielen wir jetzt hier? Gerade eben waren es ja nur 5, aber ich glaube, wenn es jetzt mehr. Schön, es sind alles Minispiele, die ich wenigstens kann. Und die nicht sehr schwer sind. Vor allem das hier, obwohl ich da ja sogar verloren habe. Minispielmodus, also die Fresse würde ich nicht ganz so voll nehmen. Oh man. Boah, das war knapp. Wirf die Bälle halt noch ein bisschen höher, du Saftsack. Alter, der hat die alles so hoch geworfen, ey. Das gibt's gar nicht. Aber ich glaube, der Sieg war dann eindeutig. Mehr als nur eindeutig. So, jetzt darf ich hier Gebietsansprüche stellen. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Dann wollen wir mal. Ach so, das wird dann alles so umgedreht. Schade, dass ich nicht so ein Feld belegen darf. So, dann nehme ich mir gleich mal das hier oben im Eck. Souverän. Oh ja, wer hat an der Watch gedreht? Ist es denn schon too late? Ja, ich weiß. Oh Mann. Das ist wieder so ein Minispiel. Naja, ihr wisst ja. Ich kann betrogen werden oder gewinnen. Und ich habe wieder die Scheißrichtung gewählt. Scheiß drauf, ich glaube, ich bin trotzdem früher da. Sauber. Quatsch, andere Richtung. Jawoll! Läuft bei mir. Ja, 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 komm schon. Ja! Endlich mal läuft's hier. Nice. Geht doch.
Mann. So. Womit machen wir weiter? Ich würde mal sagen, ich hatte hier dieses Feld im Blickwinkel. Ja, das nehme ich. Wow, geil. Ich weiß eigentlich, ich sehe es gerade, es gibt ein viel eleganteres Feld. Oh, schon wieder Kurbelkonkurrenz. Oh shit, ob ich nochmal gewinnen kann? Mal schauen. Ich darf nicht zu schnell und hektisch sein, sonst erkennt er es nicht mehr, der Saftsack. Sauber. Passt. So wie es ist. Das würde ich viel so witzig, falls es einfach nur wenige Sekunden dauert, aber... so trotzdem so cool. So. Ich nehme jetzt das da in der Mitte, was mich schon die ganze Zeit so anlächelt. Nehme ich das hier. Das hätte ich eigentlich als erstes nehmen sollen, weil da kein schwarzes Feld irgendwo im Weg liegt. So. Mal schauen, wie es weitergeht. Hoffentlich wieder mit einem Minispiel, was ich kann. Ich hab's geahnt, dass die das noch reinwerfen werden. Warum? Ich habe in dem Minispiel kein einziges Mal gewonnen, oder? Ich habe kein einziges Mal gewonnen. Ja, super, jetzt wurde ich schon wieder nach hinten gedrängt. Was soll die Kacke? Nice, Toadette hat mich angestoßen. Oh, verpiss dich, Mario. Ja, keine Chance, wenn der sich dazu... Was macht der Hammer, Bruder? Ich hätte gewinnen können. Wenn nicht der scheiß Mario sich so important gefühlt hätte. Alter. Er hat sich einfach so dazwischen gedrängelt, der Arsch. Mann. Geh mir was auf die Nerven. Ich frage mich bloß, wie lange geht das jetzt? Alles klar. Aber das Zeichen mit so wenig wundert mich gerade irgendwie. Ach so, das geht so lange, bis alle Felder vergeben sind. Jetzt kapier ist. Ja, okay, gut. Ergibt Sinn, nicht wahr? I see. Du kannst nicht die Felder. Ich dachte, man kann die auch. Man kann einen Anfangspunkt auf einem Feld wählen, das bereits belegt ist. Nein. Ja, okay. Okay, gut. Ich weiß nicht, will ich dann den dritten Modus noch mit reinpacken? Nee, das machen wir dann im nächsten Part. Aber da werden jetzt wahrscheinlich wieder mehrere gewinnen. Ach, Menno. Ist doch lame. Oh shit. Wie ist der über den Kugelbedien weggekommen?
Ah, komm schon. Ich habe versucht, noch auf ihn draufzustampfen, damit er nicht springen kann, aber... Es haben wieder zwei Sieger und... Gott verdammt! Das heißt schon wieder nichts umdrehen. Gibt's ja nicht. Eieiei. Ei, ei. Gibt's ja hier nicht. Naja, zwei Minispiele brauchen wir zwangsläufig noch. Alles andere geht nicht. Und okay. Ich denke, dass ich das gewinnen sollte. Das heißt aber nicht, dass ich es gewinnen werde. Dann wollen wir mal. Oh weh. Ach du Schande. Ja, gut nach vorne abgesetzt. Und dann gegen Schneemann drängen lassen, herrlich. Boah, Bullshit. Boah, Bullshit. Boah, fuck, der Schneemann. Neuer Rekord, Bitch! Nice! What the fuck geht mit mir falsch? Aber egal, fast so. Jetzt muss ich eigentlich das Feld nehmen, dass, wenn noch ein CPU gewinnt, er am wenigsten Schaden anrichten kann. Ich will eigentlich das hier nehmen. Nehme ich auch. Ja. Damit habe ich eigentlich gewonnen. Weil jetzt kann niemand mehr mich übertrumpfen. Nee, geht eigentlich gar nicht. Und wir spielen Pogo Party. Yay. Das soll ich eigentlich nochmal hinkriegen. Und dann haben wir es. Passt perfekt von der Partzeit, ich merk's. Beide Modi schön gezeigt. Passt perfekt. Ich hätte sogar beim anderen Sieg machen können, ich weiß, aber ich wollte ihn ja nur zeigen. Soweit, das passt schon. Na los, hol dir alles, was geht hier? Los! Wir sollen alle blauen Pillen gehören, Yoshi! Nice! Alter! Ich werde immer besser bei diesem Minispiel, merke ich. Naja, damit gehört mir der Sieg! Nice! Nun gut. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Anschauen. Dieses Mario Party 8 Parts. Im nächsten Part zeige ich euch dann die letzten beiden Modi. Dieses 3 gewinnt, was es noch gibt. Und den Mario Marathon, wovon der Mario Marathon was ganz, ganz Besonderes ist. Und damit gewinne ich mit einem Punktestand von 28. Es hat sich ausgedreht, keine Tafel mehr, der Dreh ist beendet. Noch nicht ganz kopft auf Zeit bei diesem Wettbewerb in die Verlängerung. Was? Es geht noch weiter? Alles klar! Zerstört ihr die restlichen beiden Pferde auch noch? Na, gut, da gibt's nur zwei Minispiele für euch in diesem Part. Sorry, habe ich mich zu früh gefreut. Ist mir jetzt auch wurscht. Huch,
gar nicht, ob ich gewonnen habe, aber doch, habe ich. Ich hatte jetzt schon Angst, weil ich versehentlich auf Pause gekommen bin, aber nee. Der Sieg gehört mir. Toadette regt mich auch nicht mehr klein. Tja, ja, so ist das halt. So, welches Feld nehme ich mir jetzt? Ich würde sagen, das rechts, oder? Ja, weil dann überdecke ich den Mario. Obwohl man mir hier mehr Schaden zufügen kann eigentlich. Ist mir jetzt auch wurscht. Aber den Mario will ich das sicher weghaben. Wehe, der dreht jetzt die restlichen beiden Felder dann auch noch rum. Da drehe ich aber langsam durch. Nochmal Mario Matrix. Alles klar. Wir kriegen ja auch nicht genug von den Minispielen, wa? Aber ich finde schön, es sind alles schöne Vierspieler-Minispiele. Das passt schon. So, dann wollen wir mal. Schon wieder 20, lel. Geht doch. Bitte sag mir jetzt einfach, dass ich den Sieg habe und du jetzt nicht noch die letzten beiden Felder umdrehst. Anne Faste dreht noch die letzten beiden um. Ich glaube, der schaltet echt alle Felder hier frei. Weil er einfach keinen Bock hat, hier das enden zu lassen. Doch! Er lässt es enden. Dann rechnen wir mal zusammen. Dies und dies und diese, der Sieger steht fest. Yoshi, ganz überraschend und sehr knapp, muss man sagen. Nur mit 30 Tafeln mehr. Oh mein Gott. Alles klar. Dann bedanke ich mich jetzt aber endgültig für eure Aufmerksamkeit in diesem Party 8 Part. Ihr habt tapfer durchgehalten, die 26 Minuten oder was das jetzt sind. Im nächsten Part dann 3 gewinnt und Marius zum Marathon. Bis denne und ciao beim Party 8. Tschüss.